Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema HTML und CSS. Wir haben das letzte Mal gelernt, wie wir generell CSS benutzen, wie wir es einbinden können. Und diesmal fangen wir mit einem Hintergrund an. Mir hat nämlich der weiße Hintergrund hier kein Stück mehr gefallen. Ich habe das Bild jetzt auch mal rausgelöscht, weil wir das ja eventuell mal als Hintergrund reinbauen wollen. Also hier als Kommentar, ihr wisst ja, wie das geht. Ja, die Text von vorhin habe ich noch drin. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also wir können generell einen Hintergrund zuweisen für einen bestimmten Tag. Wir können den Hintergrund für den kompletten für die komplette Datei zuweisen. Oder wir können auch einfach für eine Div einen Hintergrund zuweisen. Ihr kennt ja Divs, das sind diese Container, die da die dann ID zugewiesen bekommen. Upsala. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal für den Hintergrund, also für den kompletten. Und dazu nehmen wir einfach den Body-Tag. Was bleibt uns anderes übrig? Denn den Body-Tag ist ja alles drin. So, übliche Syntax, wie immer. Und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können auch einfach eine Farbe zuweisen. Wir können aber auch erstmal mit was anderem anfangen. Die Farben mache ich nachher. Also, wir fangen jetzt mal an und weisen unserem Hintergrund ein Bild zu. Background minus Image. Doppelpunkt. So, und jetzt hat sich das in CSS 3 ein bisschen verändert. Man kann das jetzt viel leichter machen. Man gibt einfach eine URL direkt an. Also, man schreibt Background minus Image, Doppelpunkt, und dann als Wert URL dafür, dass er weiß, dass wir einen Link angeben wollen. Anführungsstriche. Und dann habe ich mein Bild immer noch unbenannt.png genannt. Beziehungsweise ich habe es nicht umbenannt. Und dann machen wir das mal. Wow. Besser. So, wenn ich jetzt meinen Browser hier vergrößere, dann seht ihr, dass das einfach überall schwarz ist. Jetzt haben wir aber noch verschiedene Möglichkeiten. Also da das Bild ziemlich groß ist, werden wir das jetzt nicht sonderlich gut sehen können. Aber wir können, also versucht immer möglichst hochauflösende Bilder zu benutzen, nicht irgendwas Kleines, weil das wird dann irgendwie pixelig, wenn man einen großen Bildschirm hat oder so. Nur das als Tipp. Man kann jetzt hier angeben Background minus Repeat. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was das bedeutet. Also Background Repeat heißt, ob er wiederholt werden soll. Also in X-Richtung, in Y-Richtung oder auch überhaupt nicht. Zum Beispiel. Das heißt, ich will jetzt meinen Hintergrund nicht wiederholt haben. Dann schreibe ich No Repeat. Repeat. So. Dann bleibt alles beim Alten. Es bleibt einfach so. Nein, es bleibt nicht so. Ihr seht hier an der Seite, nee, könnt ihr nicht sehen. Es wird dann einfach abgeschnitten, also man hat das Bild ein einziges Mal und danach wird es abgeschnitten. Wenn man es weglässt, dann wiederholt er es automatisch in X- und Y-Richtung. Er stretcht es nicht, sondern er wiederholt es wirklich, also er eskaliert es nicht mit. Wenn wir jetzt Wiederholung haben wollen, dann schreiben wir Repeat minus X oder Y. X ist dann halt die X-Richtung, also in die Breite. Dann wird es dann jetzt so lange hintereinander, bis der komplette Bildschirm oder halt der komplette Browser gefüllt ist. Wenn wir Y-Richtung nehmen, dann ist es in X-Richtung nicht wiederholt, aber in Y-Richtung dafür. Und wenn wir einfach gar nichts schreiben, dann wird es in beide Richtungen wiederholt. So einfach ist das. Gut. Ich will jetzt hier gerade mal aber No Repeat haben. Na, ja, diese Rechtschreibung. So. Was haben wir denn jetzt noch als Möglichkeiten? Gut, wir können jetzt die Position von unserem Hintergrund bestimmen. Also, wir können sagen, wo es sein soll in unserem. Also das macht natürlich nur Sinn, wenn wir No Repeat haben. Aber dann macht es wirklich Sinn. Da schreiben wir auch wieder Background.
Background ist allgemein irgendwie der Anfangstag oder das, die Anfangsbezeichnung für Hintergrund, was ja auch Sinn macht. Und dann Position. Und dann können wir ganz einfach rechts oder links angeben, right, und dann top oder bottom. Top, also rechts oben. Das heißt, unser Browser hat jetzt das Bild rechts oben und ihr seht hier, hier bleibt dann der weiße Streifen, weil wir ja Repeat-X ausgeschaltet haben. Jetzt machen wir Repeat-X nochmal an, dass ihr das auch gut sehen könnt. Ich meinte nämlich, dass mein Fenster zu klein war. Aber das zeigt mir mein Aufnahmeprogramm leider nicht an. So, Repeat-X an. Und es wird wiederholt, aber es ist trotzdem weiter rechts. Wenn ich jetzt das hier nochmal rausmache, dann ist es wieder weiter links. Wow. Naja. Ja. So. Wir können es jetzt natürlich auch noch left-top machen, was keinen Sinn macht, weil es da eh standardmäßig ist. Also ich meine, es fängt ja links oben an. Ja. Das war es auch dazu schon wieder. Also Background Position ist alles, was man damit machen kann. Und dann kann man noch Background Attachment machen. Das ist, also ich persönlich finde es ein bisschen nervig, weil man da halt, wenn man scrollt, die Möglichkeit hat, also das können wir jetzt hier nicht sehen, weil wir nicht genug Inhalt auf der Webseite haben, aber das sind dann diese Bilder, die dann mitscrollen auf der Webseite. Also wenn man runter scrollt, dann bleibt einfach der Hintergrund immer an derselben Position, man hat keine Ahnung, wo man sich genau befindet. Das nennt sich Background Attachment. Und da gibt es halt die folgenden Eigenschaften. Der normale Wert ist Scroll, also der Default-Wert. Also wenn man nichts eingibt, dann ist es Scroll. Der macht ganz normal, also bleibt halt oben links im Eck stehen oder da, wo wir es gemacht haben, im Moment right top. Und wenn man scrollt, dann verschwindet es halt irgendwann. Und wenn man nicht scrollt, dann ist es klar, dann ist es einfach fest. Und dann gibt es noch Fixed. Und wenn wir das machen, dann, wenn wir dann scrollen, dann bleibt der Hintergrund einfach immer an derselben Stelle. Das heißt, wir sehen immer genau das, denselben Ausschnitt von unserem Bild. Macht vor allem Sinn für kleine Bilder, aber ich persönlich mag es nicht auf Webseiten. Müsst ihr wissen. Ja, genau. Und dann kann man noch Inherit machen. Das ist ein bisschen komplizierter, also man muss da zwar nichts beachten, man muss aber wissen, was Parents sind und was Children sind, beziehungsweise dass das ein Children ist. Das macht bei Body überhaupt keinen Sinn. Man erbt von dem nächsthöheren Tag. Das heißt, wenn ich jetzt das meinem Head geben würde, also meiner Klasse Head, dann wäre das hier für die Überschrift derselbe Hintergrund wie für den Tag, der den Background von oben hat. Also wir gehen dann nach außen, sehen hier H1, aha, kriegt den Background zugewiesen von der Div und die Div hat keinen eigenen Background, deswegen gehen wir zum Body. Und dann kriegt halt meine Überschrift denselben Hintergrund wie mein Body, also vom Attachment her. Ja, braucht man eigentlich nicht machen, schreibt es einfach extra hin, ist viel einfacher. So. Also generell braucht ihr eigentlich nur das Image URL wirklich dringend und das No Repeat ist, würde ich sowieso nicht benutzen, weil man will es ja meistens, entweder hat man eine Fullscreen-Auflösung oder man will es ohnehin wiederholt haben. Was ihr vermutlich eher verwenden werdet, ist die Background-Color. Da weist ihr eurem Hintergrund einfach eine Farbe zu. Und in dem Zusammenhang mache ich jetzt auch gerade mal noch die Farben. Also Farben sind im Hexcode aufgebaut oder man nimmt auch einfach Blue. Also man könnte auch einfach die englische Bezeichnung nehmen. Boah, ist das ein hässliches Blau. Also Blau an sich ist schon schön, aber es sticht so. Ja, man kann eigentlich die englische Bezeichnung nehmen. Wenn man das natürlich auf Englisch findet. Wenn man jetzt aber so einen speziellen Mischmasch haben will, dann nimmt man einen Hexcode
Die bauen sich immer gleich auf, also Raute. Und dann in der Reihenfolge RGB, also man gibt dann praktisch einen Hexcode an. Hex steht für Hexadezimal. Geht von 0 bis F. Also 0 ist halt aus. Also das heißt RGB, rot, grün, blau. Also 0 rot, 0 grün, 0 blau. Was wird das wohl sein? Schwarz. Yay. Und wenn man alles anmacht, dann hat man natürlich weiß. So, und jetzt warum von 0 bis 16? Warum von 0 bis F? Weil wir bis 16 gehen müssen. Sagen wir mal hier, wir machen FF rein. Das ist das Höchste, was geht. Dann haben wir volles Rot. Das heißt, wir haben volles Rot. Und wenn wir dann hier eben Mischmasch eingeben, dann können wir zum Beispiel C, C, 2, 2 oder hier 29. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, ist immer noch relativ rot, weil C ist ja, also man fängt nach der 9 wieder an, bei A zu zählen. Also A ist dann 10, B ist 11, C ist 12, D ist 13, E ist 14 und F ist 15. Ja. Und dann halt die beiden ersten sind rot, also FF wäre dann in dem Fall 15 mal 15 ist 255. Ihr kennt das ja sicher schon. Dieses 255, das sieht man auch oft bei irgendwelchen Grafikprogrammen oder sonst irgendwas. Sagen wir, wir nehmen hier mal 55, dass das nicht so krass ist. Ja, dann haben wir hier so ein komisches, was auch immer. Also auf jeden Fall nichts, was ich jetzt direkt einen englischen Namen für wüsste. Kriegt man eigentlich nur in Hexcodes hin. Ihr könnt auch einfach mal eine Farbtabelle googeln. Farbtabelle Hexcode. Einfach mal Google benutzen. Da seht ihr schon HTML Color Codes.info. Erster Dings gleich. Und viele, viele Farben. Hier kann man auch sich selbst zusammenstellen, welche Farbe man haben will. Also, und da unten steht dann halt der Hexcode. Die Raute ist immer dabei, dass es weiß, dass es Hex ist. Und dann halt hier. Ja, genau. Das ist es auch eigentlich schon zu Farben. Ja, eigentlich ist es das sogar wirklich. Und jetzt weisen wir aber noch der Div eine andere Farbe zu, weil ich euch mal eine Div näher bringen will, warum die so toll sind und warum die so oft benutzt werden. Wir haben sie Main genannt, das heißt, wir machen hier Raute Main. Wir greifen generell über Divs niemals, oder eigentlich so gut wie nie, über den Tag zu, weil das eigentlich keinen Sinn macht, weil wir ja die Divs als Container benutzen und die Container möglichst eindeutig haben wollen. Das heißt, wir haben hier eine ID zugewiesen, von mir ist auch eine Klasse, normalerweise eigentlich eine ID. Das heißt Raute Main. Und dann hier Background minus Color. Einfach mal random irgendwie auf die Tastatur hauen. Wie viele Zeichen haben wir denn jetzt hier? Ja, perfekt, 6 Zeichen. So, und jetzt seht ihr, wo unsere Div ist. Okay, die Farben sind jetzt halt ein bisschen gruselig. Ach, nix. Also unsere Div enthält eigentlich alles, was wir bisher geschrieben haben, die Überschrift und unseren einzigen Paragraphen und später auch noch unser Bild. Das könnte ich eigentlich wieder reinmachen. Ja, und es passt sich halt automatisch an. Von der Breite ist sie immer komplett und von der Höhe ist sie immer so, wie wir sie brauchen. Und das heißt, der Rest ist eigentlich unser Hintergrund. Und der Hintergrund, den haben wir ja im Body Tag hier so rötlich gemacht, was auch immer das für eine Farbe ist. Und unsere Div ist halt dann so bläulich. Ja, also ihr seht, sie passt sich in der Höhe an, in der Breite passt sie sich noch nicht an. Das können wir aber alles mit CSS formatieren, das heißt, ja, da kommen wir dann noch zu. Ja, diesmal eben Farben und Hintergrund. Formatierung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.